Da kommt einer. Wow. Einfach durchrennen würde ich. Ich habe einen Ziegelstein noch. Also ich kann einmal abwehren. Achso, du bist. Oh, du bist hinter denen. So, bin drin. Sehr schön. Achso, ich dachte, du warst schon drin. Nein. Schau, haben wir schon B gekriegt. Du B plus, du, ich B minus. Leute. Aber du wahrscheinlich mehr Schaden bekommen hast. Ja, ich bin fast drauf gegangen jetzt. Ich dachte nämlich, ich habe dir jetzt sogar abgelenkt, damit du gleich durchrennen kannst, habe ich gedacht. Okay, na ich habe im Endeffekt, wie ich dann gesehen habe, ich war hinter dir. Ich habe den einen zumindest weggelockt. Achso, hättest du ja nicht müssen. Wie gesagt, ich habe Ziegelsteine. Okay. Gut. Sehr schön. Kann man gleich weitermachen. Eine geht noch, das hätte ich. Eine geht noch, ja, würde ich auch sagen. Gleich zur Prüfung. Ja. Und jetzt mal. Reportiere die Abregelung. Dritten und der Shuttle. Na dann. Und nächstes Mal Police Station. Aber das Lustige ist, wir sind in Police Station. Und jetzt fahren wir zur Police Station. Mal eine ehrliche Frage an die Zuschauer da draußen. Ja. Glaubt ihr, das Spiel ist ab 18? Hm. Ich jetzt ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Und ich sage aber, Leute, die Fortnite spielen oder schauen, können das auch schauen. Also.
das im Plan. Das ist gut, dass wir mal einmal einen Plan haben. Sonst haben wir eh nie einen. You are here. Der Plan ist. Das ist die Frage, wie ist der Plan? Das rechte ist der Gang nach. Ah, okay. Das da unten sind die Treppen. Genau, Treppen. Dann in den Raum rein. Nach hinten. Durch den. Also, eigentlich geradeaus, ganze Zeit. Immer geradeaus. Gut, probieren wir es auch mal so hinkriegen. Batterie brauche ich dann Arbeit wieder. Kann man nur aufbrechen die Tür? Hinter uns? Und vor uns? Und vor uns? Wasser. Gut, der Plan geht nicht auf, weil die Türen sind schon fast alle blockiert. Oh, da kommt ja noch einer. Bam. Hab gar keiner aufs Maul gekriegt. Ganz ruhig jetzt. Ja, das sind viele. Diesmal sind wirklich viele Gegner. Ich bin jetzt fast schon beim Generator. Schön für dich. Danke. Schau nur, ob ich da vielleicht entgegenkommen kann. Damit es einfacher wird. Aber ich glaube, du bist eh schon da. Ah, na doch nicht, du bist auf der anderen Seite. Auf den. Warte, ich komm schon. Ich glaube, es ist einer hinter mir. Ah, nein. Danke. Oh. Einfach mir nach. Jawohl. Irgendwo war da aber einer. Schön. Ja, er steht in dem Raum drin, wo ich gerade war.
Weißt du, dass man mit dem Röntgenblick anders wieder durchkommen? Ah, steht da links. Geht aber. Was? Okay, er kommt. Wir versuchen aber wegzulocken, dass du dann durchlaufen kannst, okay? Haben, hinter mir. Kommt. Haben wir hinter mir? Wo bist denn du hin? Warum? War da noch ein zweiter? Das sind jetzt zwei da hinten, oder was? Ja. Klein gerade rein. Der immer schon da war, dieser mit dem Elektroschocker. Ja. Okay. Rennen wir wieder durch, oder? Bin nämlich sonst eh gleich tot, also ich darf mir nicht viel erlauben. Ich kann ja den Nebel einsetzen zum Heilen. Ach so, ja, wenn du. Na, oh, danke. Okay, falscher Weg. Scheiße, falscher Weg. Na, der lass ich auf. Nicht stehen bleiben, hinter uns ist wer. Ich kann nicht, der schreibt da an, wenn er schreit. Wenn er schreit, kann man ja nicht weitergehen. Aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich bin aber auch gleich tot, also. Wir sind überall Sackgassen. Müssen wir jetzt ganz am Anfang wieder zurück, wo wir waren? Schauen wir mal, ob wir da zurück müssen, wo wir waren. Da, wo ich bin, können wir gemeinsam durchbrechen. Ja. Und one. Oh mein Gott. Auf der anderen Seite, ja. Fuck, da waren wir ja gerade.
Irgendwie ist das ein Labyrinth jetzt. Ich weiß nicht. Rennen wir zum Anfang zurück, oder? Weil ich weiß nicht, ob wir vielleicht nicht wieder dort einsteigen müssen, wo wir waren, also. Das ist halt, weil es eben auf der anderen Seite angezeigt wird, das ist eben das Komische. Es ist auf der anderen Seite, also da ist es nicht. Also es muss ein Weg. Ja, aber von da sind wir gekommen. Schau, okay. Da ist jetzt die nochmal. Der Generator ist da. Und das Exit ist. Wir müssen uns jetzt immer links halten. Ganz links auf der Karte, ja. Okay, ich folge dir einfach. Aber wie kommt man zum Exit? Da gibt's ja keine Wand durch, oder? Also keine Tür. Vielleicht über den weißen Gang, irgendeine Geheimtür. Ja, okay, dann schauen wir, dass wir immer links bleiben einfach. Du bist voll mit der Heilung? Nein. Warte, dann tue ich wieder aufladen zuerst. Warte. Hoppala. Vorrichtungslader. Das weiß ich halt nicht, für was der ist. Ah! Oh ja, schau mal, das ist jetzt aus. Aha! Da kommt einer auf uns zu. Er kommt. Auch nicht. Ah, er geht nach hinten. Ich hoffe, er dreht sich halt nicht um. Da ist eine genaue Mine jetzt vor uns. Da kommt ein anderer. Okay, da geht er nicht. Er müsste ja genauso von der Mine zerstört werden, oder? Er wird auch von der Mine zerstört. Oh, dann ein zweites Ich kommt gerade. Oh, was auch, Gegner. Hat er Psychose, Heini. Lauf. Da sind wir genau wieder da, wo wir waren. Ich habe eine Tür zum Anheben gefunden. Ja, wo? Komm mal zu.
Oh, aber zurück. Alter. Was ist der Schießstand? Da waren wir auch schon. Aber wir können jetzt so, dass wir so lost sind hier in der Mission. Aber den Ausgang zu finden. Okay. Ja. Uns her. Ich gehe noch mal zu dem Raum mit dem Generator. Aber hier waren wir schon. Hier ganz hinten auch? Ja. Wow. Das ist ja sogar der Mini-Dings offen. Das ist dieser Gang ganz links, den wir durchgelaufen sind. Wo wir jetzt quasi wieder genau hier sind. Gut, ich gehe nochmal zum Generator. Nein, da kommt jetzt einer aus dem Scheißspind raus wieder. Down ist ganz schlecht. Ach Gott. Ha? Was denn? Hallo? Es ist ja nicht, wäre ja nicht heftig, wenn wir den Ausgang hätten. Also du bist ganz tot. Oh mein Gott. Ach so, ich dachte, du bist nur am Verbluten. Weil ich hab den Ausgang gefunden. Und wir waren nur lost einfach. Ja, einfach geradeaus, neben dem Generator. Ob ich hier noch irgendwo eine Spritze finde? Na, sorry.
Sorry. Aber da waren urviele Gegner. Oh, wie los kann man sein? Das wäre ein easy Ding gewesen. Mhm. Wir haben jetzt nur so viel Zeit mit dem. Ja, das war zu hektisch einfach. Ah, Rang 3. Aber schau, neue Kleidung kriegt man. Siehst du? Ah ja. Jetzt können wir auch zu dieser Tante ganz am Anfang. Der Tante ganz am Anfang. Zu dieser Schwester. Nein. Aber gefällt mir sehr. Es ist auf jeden Fall fordernd. Ich muss sagen, die zwei Missionen waren jetzt nicht so schwer. Ich meine, jetzt haben wir uns einfach nur dumm angestellt, weil die Schlüssel, also den Generator haben wir dann eigentlich ziemlich schnell jetzt gehabt. Wenn du da rauskommst, haben wir sie, also jetzt haben wir sie auch als Aufgabe. So, du wirst wahrscheinlich das immer dann als Aufgabe haben. So, dass du alles kennenlernst. Ah. Hab ich gar nicht gesehen noch. Na, mit der wollte ich gleich anbandeln, Alter. I'll bet Dr. Easterman takes a personal interest in your case. He really is a miracle worker. And of course, I'll do my part. I'm Nurse Barlow. My Christian name is Emily, but I prefer nurse, if it's all the same to you. Einmal Türen beim Rennen ist auch interessant. Einmal Türen beim Rennen ist geil. Aber dann sind sie gleich offen. Aber verschlossene gehen gleich kaputt. Hm? Verschlossene gehen dafür gleich kaputt. Ich nehme mal Regeneration. Mal ich sofort genutzt. Naja, nein. Ob man beim Rutschen den Gegner umrutschen kann? Kann ich dir nicht sagen. Ah, ist geil. Desto mehr du Level, desto einfacher tust du natürlich dann auch. Also mit meinem Röntgenblick kann man echt geile Sachen machen. Dann, man sieht dann, Gegenstände kann ich dann irgendwann sehen. Dann die Poster kann ich dann irgendwann sehen. Die Nutzung des Röntgenblicks lädt die Nachtsichtbatterie. Sachen. Gut, ich habe jetzt Stufe 2, das heißt auch du siehst dann die markierten Gegner. Ah, okay. Aber beim Röntgenblick oder was? Mhm. Gut. Schön.